wir sind ja heute bei der neuen Schauburg Northeim. Hier gibt es heute das Kino, organisiert von der Grünen Jugend Northeim und dem BUND. Gezeigt wird der Film Taste the Waste. Unglaublich viele Lebensmittel werden in Europa verschwendet. Allein von denen, die in Europa und Nordamerika verschwendet werden, könnte man alle Hungernden in der Welt ernähren. Und gerade wenn man dann noch die Problematik des Klimawandels betrachtet, ist unsere aktuelle Verschwendung sozial und ökologisch höchst fragwürdig. Zu dem Thema haben wir uns danach zu einem Podium eingeladen. Viola von Kamon, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Daniel Wehmeier als Biolandwirt aus der Region. Und Tobias Schnabel, der Supermarktbesitzer ist hier in Northeim. Der Film hat gezeigt, dass wir uns nicht nur darum kümmern müssen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden, sondern vor allen Dingen die Gründe angehen. Und die Gründe bestehen in der Massentierhaltung, in viel zu billig produzierten Lebensmitteln. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir endlich zu einer artgerechten, zu einer naturnahen Landwirtschaft kommen, wo Lebensmittel auch wieder etwas zählen und wo man sich ganz genau überlegt, ob ich das Lebensmittel noch essen kann oder möglicherweise wegwerfen muss. Das heißt, das geht eigentlich über die Verbraucherinformation, über Aufklärung, über Transparenz, wie Lebensmittel hergestellt werden. Und es geht natürlich viel über Schulen, über Multiplikatoren und da müssen wir rein und das muss unser grünes Ziel sein.